Fake und Back. Chef, ist es erlaubt, vegan zu leben und muss man an den Eidfesten Fleisch essen? Na, es gibt Leute, die sind vegan. Also sind trotzdem unsere Brüder. Wir können kein Takfir mehr machen. Erstmal vegan. Was bedeutet vegan? Man hält sich von allen tierischen Produkten. Von allen tierischen Produkten hält man sich fern. Ich weiß, jetzt hören die meisten auch nicht mehr zu, weil das kommt für sie nicht in Frage. Aber es ist erlaubt, so zu leben. Das hat mit der Absicht zu tun. Wenn die Absicht ist, ich möchte das nicht essen, nicht weil ich es als verboten sehe oder weil ich hier sage, Allah hat uns etwas erlaubt, was vielleicht nicht gut ist. Diese Absicht ist absolut verboten. Sondern man sagt, ich möchte einfach kein Fleisch essen. Und ich möchte kein Fisch essen. Aber soll die Person sich auch daran halten? Ja, nicht, dass wenn wir schönes Essen machen, so Hakeka oder so, dass er dann doch mit ist. Das ist verboten. Wenn er das mit dieser Absicht ist, er möchte das nicht. Er möchte auf eine gesunde Art oder Weise leben. Kein Problem. Ohne dass er das was für was erklärt. Für verboten erklärt. Na, Wallahu ta'ala ala wa'alam, das ist das Entscheidende. Bezüglich Eid, muss man da Fleisch essen? Nein, man muss bei Eid kein Fleisch essen. Man muss bei Eid, aber die Sunna war es vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Er hat erstmal das Gebet gemacht und dann hat er die Eid-Khutbah gemacht und dann ist er schlachten gegangen, alayhi salatu wassalam, und hat dann etwas vom Schlachtopfer gegessen. Das war die Sunna. Na, wenn man das nicht macht, hat man eine Sunna verpasst. Aber man hat sich nicht sündig gemacht. Wallahu ta'ala ala wa'ala.